Tom Petty and the Heartbreakers haben mit Free Fallin' schon einen wahnsinnig tollen Song geschaffen. Normal wird dieser Song mit einem Capo gespielt, aber was soll man tun, wenn man kein Capo haben? Dann müssen wir ihn trotzdem irgendwie spielbar machen. Und genau darum geht's heute in diesem Video. Dieser Song besteht eigentlich quasi aus drei Akkorden und aus drei verschiedenen Parts. Und die drei Akkorde, die wir für diesen Song brauchen, sind ein F-Dur, ein F-Sus4 und ein F-Sus2. Die Akkorde werden folgendermaßen aufgebaut. Das F-Dur besteht aus drei Tönen, aus einer Grundnote oder aus einem Grundton, einer großen Terz und einer Quinte. Und zwar die Grundnote wäre das F, die große Terz hätte mein A und die Quinte da davon hätten wir ein C. Ergibt ein F-Dur. Ich spiele den hier in einer Art kleinen Barré und deswegen ist dieser Song für uns Gitarristen, gerade wenn du anfängst mit Barré-Akkorden zu arbeiten, sehr gut. Und zwar, wir können quasi so diesen sogenannten kleinen F-Dur hier verwenden. Das bedeutet einfach, dass man den Zeigefinger über den ersten Bund der B-Seite und ersten Bund der hohen E-Seite rüberlegen und dann einfach diesen Akkord geben. Das wäre der F-Dur-Akkord. Wir lassen dieses Gebilde so, wie es jetzt ist. Was wir jetzt tun, um den F-Sus-4-Akkord zu erhalten, da müssen wir einfach nur hier die große Terz, was bei uns hier das A war, um einen Halbton erhöhen. Dann ergibt sich ein Bes. Und das machen wir einfach, indem wir den kleinen Finger unter den Ringfinger legen. Dann brauchen wir noch den dritten Akkord und der dritte Akkord wäre ein F-Sus-2. Das einzige, was wir hier jetzt machen müssen, ist quasi wieder, wir gehen wieder von dem F-Dur aus und dann nehmen wir einfach, dann machen wir aus der großen Terz eine große Sekunde. Sprich, wir lassen einfach den Mittelfinger weg, dass wir die G-Seite leer schwingen lassen können. Und dann versuchen wir einfach nur mal diese drei Akkorde miteinander zu verknüpfen und zu üben. Einfach nacheinander. Zuerst das F-Dur, dann den F-Sus-4 und dann wieder den F-Dur und dann auf den F-Sus-2. Jetzt haben wir das Ganze noch in einer richtig tollen Rhythmik. Ich spiele sie dir noch mal kurz vor. Und dieses Ding zieht sich den kompletten Song durch. Da passiert sonst nichts anderes mehr großartig. Wir können das auszählen. Und zwar, das F-Dur spielen wir über die 1, 2 und 1, 2. Und auf die 2 und spielen wir den F-Sus-4. Das wäre dann 1, 2 und 4 und. Dann geht es im nächsten Takt weiter. Hier spielen wir eine Achtel lang, also ganz kurz nochmal den F-Sus-4 an. Gehen dann gleich aufs F-Dur und danach gehen wir aufs F-Sus-2. Das wäre dann im zweiten Takt mit der Rhythmik. 1 und 2 und 3 und 4 und. Nochmal 1 und 2 und 3 und 4 und. So, dann den kompletten, die kompletten zwei Takte miteinander ausgezählt wäre dann 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Da musst ihr einfach dieses Feel von diesem Song reinbekommen. Hör dir da am besten einfach das Originalstück an. Und da kommst du, ich denke, ziemlich schnell rein. So, und das ist so im Intro. Da spielt er die Dinger so ein bisschen so vor sich hin. Also quasi macht da nichts großartig viel. Und dann fast das komplette Stück voll, spielt er genau die gleiche Rhythmik, nur das Ganze alles richtig schön im Wechselschlag in Sechzehnteln durchgespielt. Achte mal ganz genau auf die Noten. Da habe ich so dieses Froschmäulchen. Dieses Froschmäulchen bedeutet einfach, dass du diese Note oder diesen Chord lauter spielen sollst. Das sind quasi Akzente. Das heißt hervorhebend.
Und ich zeig's dir mal, wie sich's anhören würde ohne diese Akzente. Und bleib aber trotzdem in dieser Rhythmik von vorher. Du kannst einfach die ganz normale C-Zeit machen von dem Anfang. Nur, dass du die ganze Zeit das im Wechselschlag komplett voll durchspielst. In eine und die zwei und die drei und die vier und die. Ich spiel's jetzt mal komplett ohne Akzente. Und jetzt mache ich es quasi mit Dynamik, mit diesen Akzenten. Dann klingt es. Und wie gesagt, zähl einfach die ganz normale Rhythmik von Anfang an durch. Und dann passt es. Was du natürlich auch machen kannst, du kannst versuchen, leiser und beziehungsweise nicht langsamer zu werden, sondern ein bisschen lauter und ein bisschen oder fester anschlagen, weniger fest anschlagen. Probier da einfach mal ein bisschen rum und versuch das einfach in den Groove zu bringen. 3, 4. Dann hören wir noch über dieses ganze Gedönse noch eine hohe Gitarre, und zwar ist es keine zwölfseitig, sondern einfach ein zweiter Gitarrist, und der spielt genau die gleichen Akkorde, nur als andere Umkehrungen, und zwar folgendermaßen. Ich spiele es dir mal kurz vor. Das funktioniert folgendermaßen. Wir machen auch ein F-Dur am Anfang, und zwar wir bedienen uns hier anhand des Cage-Systems von der D-Form. So, wir lassen den Grundton hier oben, das F, einfach weg und spielen die letzten quasi als diese Umkehrung und haben jetzt dieses F-Dur. Und was wir hier jetzt machen, ist ganz einfach. Wir brauchen jetzt diesen F-Sus 4, und den machen wir folgendermaßen, indem wir hier diesen D-Dur-Akkord bilden. Nur jetzt als F-Dur, und nehmen den kleinen Finger und legen den wieder unter den Ringfinger. Das wäre der zweite, also quasi F und dann F-Sus 4. Und dann gehen wir wieder auf das F und dann runter aufs F-Sus 2. Aufs F-Sus 2 zu kommen ist kein Problem. Stell dir einfach den D-Moll-Akkord vor. So, der stimmt jetzt natürlich nicht. Jetzt müssen wir hier diese kleine Terz, wo wir jetzt hier hätten, zu einer großen Sekunde machen. Und dann hätten wir jetzt hier das F-Dur, F-Sus 4, F-Dur und dann F-Sus 2. Und das natürlich auch in der tupfigleichen Rhythmik. Und der spielt es jetzt die ganze Zeit wirklich nur. Eins, zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und mehr passiert da nicht. Dann kommt irgendwann mal so eine kleine Zwischenstelle, da kommt so eine kleine verzerrte Gitarre drin, so ein bisschen angecrunched. Die klingt so. Und die spielt dann nachher, sobald die anfängt, glaube ich, zwei Takte oder ein paar Takte alleine. Und dann spielt die Gitarre komplett voll durch, bis das Lied zu Ende ist. Wir bedienen uns hier den sogenannten Power Chords, und zwar der aus einem Grundton, aus einer Quinte besteht. Und zwar der erste wäre ein F5-Akkord. Den spielen wir jetzt dreimal an. Eins und zwei. Und jetzt machen wir jetzt lassen wir diese Finger so liegen, wie sie sind, und sliden das ganze Ding in den sechsten Bund hoch, das dann einem Bass 5 entspricht, also quasi immer noch ein Power Chord, und es klingen immer noch zwei Noten. Und das Ganze spielen wir dann kompletten Takt dann voll fertig. Das wäre dann 1 und 2 und 3 und 4 und nochmal 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann kommen wir im nächsten Takt da davon, da spielen wir noch, nehmen wir noch einmal dieses Bass mit als Achtel, und dann sliden wir wieder runter auf dein F5, spielen das noch zweimal
Und danach sliden wir hoch in den 8. Bund, das dann einem C5 entspricht, und spielen das dann quasi voll fertig. Das wäre dann die kompletten 2 Takte, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wie gesagt, diese Gitarre, diese verzerrte Gitarre, diese Palmmute-Gitarre spielt dann, sobald die kommt, bis zum Ende dieses Stückes. Hey, dir hat mein Video gefallen und ich konnte dir weiterhelfen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du da drauf klickst und meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du kein neues Video mehr. Wenn du natürlich noch mehr Gitarrenunterricht brauchst und richtig professionell das alles lernen möchtest, dann schau doch einfach meine Homepage, wenn du da drauf klickst. Dann freue ich mich, dich natürlich bald wieder in einem neuen Video begrüßen zu dürfen.